Hallo ihr Lieben, wir lesen heute weiter im Matthäusevangelium, Kapitel 26, Abvers 50. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Steck dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert auch umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten, und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Nun, was für eine bedeutende Stunde, die uns die Bibel hier zeigt. Es war eigentlich ein sehr entscheidender Moment. Es war der Moment, wo Jesus hätte wegrennen können. Es war der Moment, wo er hätte Nein sagen können. Er hätte sich verdünnisieren können, wie man so schön sagt. Auch hätte er Engel holen können. Er spricht sogar von 12 Legionen, wie auch immer, wie viele das sind, kriegerische Engel. Er hätte alle Macht gehabt, das Zepter zu übernehmen. Aber er tut es nicht, er gibt sich hin. Und jetzt kommt Judas. Judas, sein Jünger. Judas, wie er ihn nennt, sein Freund. Er kommt und verrät ihn. Ich weiß nicht, wie die anderen Jünger geschaut haben, aber das ist schon ein starkes Stück, oder? Da könntest du doch kochen, da bist du mit Jesus unterwegs. Wir haben alle für das gleiche Ziel gearbeitet. Und jetzt, Judas, machst du alles kaputt. Vielleicht kennt ihr das auch mal hier und da in der Gemeinde, wo du mit anderen zusammen warst und auf einmal offenbart sich etwas, was du nie hättest für möglich gehalten. Boshaftigkeit, Hinterhältigkeit, und du stehst irgendwie schockiert daneben. Was interessant ist, Jesus ist zu diesem Moment nicht sauer. Er ist vorbereitet, er weiß es sowieso, er ist nicht überrascht. Gott ist nicht überrascht von boshaften Menschen und Machenschaften und Hinterhältigkeiten. Nein, Gott hat das Zepter immer in der Hand. Er weiß es. Er ist nicht sauer, nicht wütend. Nein, Gott hat überhaupt keinen Gefallen am Gericht. Er hat keinen Gefallen am Tod des Sünders, wie es die Bibel sagt. Nein, er will retten. Und dennoch akzeptiert er unsere Entscheidungen, und so akzeptiert Jesus auch die Entscheidung von Judas. Ohne ihn zu beleidigen, ohne ihn bloßzustellen. Ich meine, was hätten wir alles gesagt, oder? Du Dummkopf, du Idiot, was tust du? Wie kannst du nur? Judas, bist du verrückt geworden? Und so weiter. Das dürfen wir lernen, dass uns der Heilige Geist immer wieder neu füllt mit dieser Liebe und Barmherzigkeit, die Jesus hatte. Er liebte sogar noch Judas. Weil die Bibel sagt, dazu sind wir berufen, auch unsere Feinde zu lieben, für die zu beten, die uns verfolgen. Es meint eben auch, nicht zurückzuschlagen, nicht zu beleidigen, nicht ausfallen zu werden. Tja, und jetzt wird es zu viel für einen. Wir wissen aus den anderen Evangelien, es war Petrus. Ihm bricht jetzt letztendlich der Kessel hoch. Ja? Eine kalte Lötstelle zeigt sich in seinem Kopf und er dreht völlig am Rad. Er ist vorbereitet. Irgendwie hat er es geahnt. Er hat es doch geahnt. Und geht es uns nicht auch manchmal so in der Gemeinde? Wir beobachten Dinge, wir wissen, irgendwas stimmt hier nicht. Und so bereitet man sich vielleicht vor mit Argumenten, mit Dingen. Jetzt kommt sein Moment. Er hat heimlich ein Schwert mitgebracht und jetzt dreht er völlig am Rad. Er will kämpfen, er will zeigen, das lassen wir nicht zu, das lassen wir nicht mit uns meinen. Und er will jemanden, ich würde sagen, töten. Er haut dem Gehilfen da, des Hohenpriesters, das Ohr ab. Nun, ich habe dir schon mal überlegt, dass du ziemlich genau zielen musst, um ein Ohr zu treffen. Ich glaube, er wollte eigentlich seinen Kopf spalten oder was auch immer. Er hat wahrscheinlich rechtzeitig seinen Kopf weggezogen und das Ohr fällt ab. Und Jesus heilt es. Er hat keinen Gefallen daran. Er stellt es wieder her. Er will es in Ordnung bringen. Petrus, das geht so nicht. Weißt du denn nicht, dass ich mich selbst retten könnte, wenn ich das wollte? Aber darum geht es hier nicht. Ich gebe mich doch selbst hin. Und da macht er etwas deutlich. Schau mal, wenn du durch das Schwert kämpfst, dann wirst du auch die Frucht des Schwertes ernten. Und das ist wichtig, gerade für uns im Zwischenmenschlichen, aber ganz besonders auch für die Gemeinde. Ja, wir werden auch in der Gemeinde Schwierigkeiten haben. Und es gibt Menschen, die uns durchaus völlig aus auch Boshaftigkeiten völlig aus der Fassung bringen können. Und ja, auch der Feind, er will Menschen in die Gemeinde bringen, so wie es die Bibel sagt. Wölfe im Schafspelz, die die Gemeinde spalten wollen und kaputt machen wollen. Und genau das sind die Momente, wo wir eben nicht zurückschlagen, wo wir nicht uns wehren sollen in dieser Form, dass wir Böses mit Bösem vergelten.
Nun, natürlich wird keiner von uns an eine Waffe greifen und ich hoffe, dass das noch nie jemand gedacht oder vorhatte, ein Schwert oder eine Pistole oder sonst irgendwas zu nehmen. Aber wir können töten mit Worten. Worte haben Kraft, Leben zu geben, sagt die Bibel, und auch Tod zu bringen. Und was wurde nicht alles schon beendet, getötet an Freundschaften und Beziehungen, an Herzen, die zerbrochen sind, allein nur durch Worte. Und auch da sind wir manchmal ganz schön gut vorbereitet, haben uns schon die Munition der Worte zurechtgelegt, um dann abzudrücken und Menschen zu verletzen, tief in ihrem Herzen, in ihrem Verstand, in ihren Gefühlen, in ihrem Herzen. Und genau das soll nicht geschehen. Wer so kämpft, der wird auch genau so umkommen. Dann werden wir nichts Besseres ernten als das, was die Welt uns vormacht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Nein, da sollen wir als Gemeinden einen Unterschied bringen. Und so ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder füllen lassen und dem Beispiel von Jesus folgen, dass wir als Kinder Gottes die sind, die Frieden stiften, dass wir die sind, die Liebe weitergeben, ja, die sogar Schuld auf uns nehmen, die gar nicht unseres, einfach nur des Friedens willen. Jesus erringt hier den größten Sieg. Und das denken wir oft. Ja, aber wenn ich doch nicht mich wehre, dann habe ich alles verloren. Dann geht alles kaputt. Nein, Jesus zeigt uns hier, manchmal liegt in der vermeintlichen Niederlage der eigentliche Triumph. Der Feind dachte, jetzt habe ich ihn. Und doch ist es, ja, ist es der größte Triumph, der jemals errungen wurde. Jesus ergibt sich freiwillig hin. Und das sollte auch uns immer wieder neu Ansporn sein, dass wir uns füllen lassen vom Heiligen Geist, von dieser Hingabe, nämlich sich hinzugeben, auch die Feinde zu lieben, die, die uns hassen, für die zu beten, ja, auch Schuld auf uns zu nehmen. Nicht, dass wir sie erlösen könnten, so wie Jesus, nein, aber dass wir nicht auf unser Recht pochen und darum kämpfen und womöglich noch mit Worten oder anderen Mitteln, was uns so einfällt. Nein, wir wollen das widerspiegeln, was Jesus hier getan hat. Seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Und das ist nicht so einfach. Wir sind alles Menschen. Aber wir sehen an Petrus in seinen späteren Jahren, auch er hat es gelernt. Auch er hat diese Frucht des Geistes in sich. Ja, wurde es zum Wachstum gebracht. Und das wünsche ich jedem von uns, wo immer wir herausgefordert sind, dass wir umkehren, wo immer wir Dinge kaputt gemacht haben, dass wir an Versöhnung interessiert sind, vergeben und loslassen, auf dass wir Jesus auch darin folgen. Gott segne euch und morgen schauen wir, wie es da weitergeht.